Und hier unten umgucken. Hier gibt es nämlich erst einmal hier hinten einen Weg, der zu, genau, da hinten einem Gegenstand führt. Das ist diesmal nicht eine Seele, das weiß ich nämlich noch, sondern ein Erscheinungsbild. Ein ziemlich makaberes Schild. Genau, das Erscheinungsbild. Ah ja, ich kann auch gleich mal die Schädellaterne zeigen. Die Schädellaterne des Nekromanten der Katakomben. Sie baumelt an den langen Locken seines Barts. Na, eigentlich sieht das eher aus wie die Haare. Die Laterne erleuchtet die Katakomben, das Totenreich von Grabfürst Nito. Kann auch als Waffe mit Feuerschaden genutzt werden. Erscheinungsbild. Fürchterliches, okkultes Schild. Abwehr gegen göttliche Waffen und Blitze. In einem vom Unglück verfolgten Plan, die wahrhaftigen Götter zu vernichten, riskierten die Anhänger des Okkultismus einst alles, um die Macht des Grabesfürsten Nitos, dem ersten Untoten, zu stehlen. Ja. Also damit, das klingt wieder nach den Okkulten, die wir in Ariamis getroffen haben, beziehungsweise deren... Oh, Licht ist aus. Macht nichts, wir haben noch 3 Ladungen. Dank des kleinen Tricks, den wir benutzt haben. Also ja, so wie das aussieht. Okkultismus, die haben wir ja in Ariamis getroffen, beziehungsweise wir haben die okkulte Glut dort gefunden. Und die wollen ja die Götter mehr oder weniger auslöschen. Ah, Kumpel. Ja, genau, tritt. Und ich schlag. Und scheinbar haben sie versucht, in Nitos Reich einzudringen und haben dabei eins ihrer Schilde verloren. So. Au. Ja, die Hunde. Oder die Monster hier, die Biester, wie man sie auch immer nennen möchte, sind garstig. Hier hinten um die Ecke ist wieder ein Leuchtfeuer, was ich allerdings noch nicht benutzen möchte. Sondern ich möchte erst einmal den Loot dort oben haben. Und ich möchte mir nochmal meinen... Schlangenring anlegen. Ah, der ist weiter unten, gell? Genau. Und dann will ich gerne Menschlichkeit noch benutzen, 3 Stück. Joi. Benutzen einmal. Damit sind wir übrigens auch gleich voll geheilt. Weil ich möchte das Leuchtfeuer da drüben entzünden. Sicher ist sicher. Und noch einmal. Und wir haben immer noch eine Goldmünze, die wir an Fremd verfüttern könnten. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Seelen. Und wir haben... Ja. Ich will... An den Loot ran. An den komme ich von hier aus eigentlich. Genau. Dort müssen wir nämlich hier hochspringen und können genau hier rüber rollen. So, und hier verdünnisieren wir uns mal. Au. Hier runter. Heilen uns kurz. Und hoffen eigentlich, dass die Jungs hier runterfallen. Ja, genau. Au, aber nicht auf uns drauf. Genau, und dann droppen sie weiße Brocken. So, haben wir schon mal 2. Kommt ihr? Ah, erstmal liegt hier noch ein weißer Brocken. Sehr schön. Damit haben wir schon mal 3 von 5, die wir noch brauchen. Okay, die muss ich jetzt wirklich anlocken. Bogen raus. So. So. Und so. Und für alle Fälle kommt jetzt wieder der Elfenbeinbeschleuniger hier rein. Und da müssten sie normalerweise alle hier runterfallen.
Wo? Genau. Wow. Stirb einfach. Genau, und lass weiße Brocken fallen. So. Genau, noch ein weißer Brocken und noch ein weißer Brocken. Und jetzt haben wir eigentlich genug weiße Brocken. Und genug Seelen für noch ein Level up. Sehr schön. Also Leuchtfeuer. Aufsteigen. Ein Punkt in Zauberei. Ich will nämlich auf den dritten Zauberei-Slot jetzt langsam hinarbeiten. Und Waffe verstärken. Göttliches Claymore können wir auf plus 9 machen. Weil für plus 10 brauchen wir jetzt eine weiße Scholle. So, und wir können das Leuchtfeuer entfachen. Und ich höre diese Hunde, Skeletthunde hier hecheln. Das ist echt gruselig. Teilweise mit einem Headset auf dem Kopf hört man viel mehr. So, und das Licht ist ausgegangen. Ich habe jetzt schon gerade gedacht, was ist jetzt los? Ich bin keine Höhle, das wollte ich auch gar nicht eigentlich. So, ich will wieder Licht machen. Und will den Weg weiternehmen. Dazu will ich erstmal wieder den Skeletthund und das Riesenskelett hier ausschalten. Au. So. Und den hier. Genau, der zerdeppert wenigstens schön, wenn ich ihn haue. So, einen Lootring brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich wieder auf meinen Hartsteuerring umswitchen. Gut. Da ist alles soweit clear. Ja, hier sind drei Hunde auf einmal. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Au. Lass ich mich von ihnen totbeißen? Nein. Werde ich sie euch, wenn ich sie einmal töten. So. Nummer uno. Wow. Genau, das ist die Superattacke von ihnen. Wow. Autsch, das kann jetzt unangenehm werden. Genau. Und den letzten von denen. Stirb einfach. So. Okay, das war nicht so geplant. Aber ich habe ihn tot gekriegt. Ich habe ihn tot gekriegt. Und hier ist absolut nichts, außer halt das Skelett eines Riesen. Also eines richtigen Riesen, nicht diese Pseudoskelette. Und hier ist der Weg weiter. Können wir uns nochmal ein bisschen umschauen, weil hier hinten müsste genau noch was liegen. Versteckt den Knochen. Noch eine Ritterseele, sehr nett. So. Gut. Dann heißt es für uns jetzt weiter runter. Und hier drüben sehen wir noch ein Gebiet. Ein paar Bäume im Nebel. Und wenn man ein bisschen hinguckt, kommt einem der Baum vielleicht ein bisschen bekannt vor. Der sieht nämlich so ähnlich aus wie die große Leere in der Schandstadt. Beziehungsweise der Riesenbaum, den man vom Feuerbandschrein aus sehen konnte. Und da hinten sind noch mehr von der Sorte. Und ja, ich habe schon mal gespoilert, dass da drüben ist noch ein weiteres Gebiet. Was sehr spektakulär ist, auch wenn es von hier aus nicht so aussieht. So. Wir gehen weiter.
hier in Richtung ehemalige goldene Nebelwand. Die war nämlich genau hier an dieser Stelle. War einmal eine Nebelwand. Und wir werden von Leroy invasiert. Der hatte uns eigentlich gegen Pinwheel geholfen. Oh. Jetzt ist er jedoch böse geworden. So, aber tot. Wir haben Leroy besiegt. Menschlichkeit erhalten. Und ein Grant und ein Sanctus. Oh, und nebenbei, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sind aus der dunklen Sphäre draußen. Was sehr schick ist. Gut, gucken wir uns mal Grant an. Diese legendäre Waffe des Weißen Pfahls wurde vor langer Zeit einem göttlichen untoten Ritter verliehen. Die massive Metallwaffe ist mit normalen menschlichen Kräften kaum zu handhaben. Dafür aber ist sie heilig und sehr effizient gegen die Feinde der Finsternis. Also ja, es ist eine göttliche Waffe mit A Wille, B Stärke, braucht aber auch 50 Stärke und 30 Wille. Naja gut, von 30 Wille sind wir noch nicht mehr so weit entfernt, aber von 50 Stärke, da haben wir gerade mal die Hälfte. Und dann haben wir noch Sanctus, das wir eigentlich benutzen können, aber man sieht von den Werten her ist es, naja, es ist fast so gut wie unser Silberschild von den Werten her hier, also von der Schadensreduktion, außer bei physisch, da hat es nur 95. Eine legendäre Waffe des Weißen Pfahls, die einst einem untoten Paladin gehörte, kennen wir ja schon. Vor langer Zeit gesegnet mit dem Schutz einer weißen Flamme ist seine Macht verblasst, so dass es nur eine geringe TP-Regeneration verspricht. Also ich glaube, das war 2 TP die Sekunde oder so. Also nicht wirklich super toll. So, weiter geht's. Den Pfad hier entlang. Wow. An dem Prügelknaben will ich vorbei. Dankeschön. Kommt noch mal einer. Ja, ich weiß, dass noch welche kommen. Und zwar werden wir jetzt gleich eingekesselt. Man hört es hinter uns. Und wir werden von vorne beschossen. Also ja, da kommt unser Hintermann. Wow. Runterfallen will ich hier ganz und gar nicht. Und ja, den Turm da muss ich fast schon mit Pfeil und Bogen ausschalten. Weil der ist gemein, der verschwindet nämlich, wenn wir zu nah rangehen und taucht hinter uns auf einmal auf. Und dann stehen wir zwischen ihm und dem Skelettbogenschützen und werden von beiden Seiten getötet. So. So, weil hier ist noch ein Riesenskelett um die Ecke, das uns Ärger machen will. Was wir jedoch nicht zulassen. So. Weg mit dir. Und nun kommen wir in die große Kammer. Die voller Pinwheel-Klonen ist. Die wir einfach mal von der Stelle aus wegschießen sollten. So, vorsichtig. Und dabei aufpassen, weil hier die Skelettbabys, die Viecher hier rumrennen. Wow, 2 auf einen Streich. Die sind allerdings hauptsächlich nervig statt gefährlich. Wir sollten trotzdem nicht unbedingt in sie reinlaufen. So, sondern einfach gucken, dass wir die Pinwheel-Klone hier wegtackern. Weil auf Entfernung klappt das am besten. Als
dass wir hier in Nahkampf rennen und von ihnen unnötig beschossen werden. Wie man sehen kann, kriegen wir sie ganz leicht weg. Und ja, das sind solche Klone eigentlich, wie Pinwheel im Kampf von sich selber erschaffen hat. Den da müssen wir noch irgendwie treffen. Ja, so vielleicht. Genau. Dann zeigt er uns seinen Kopf. Wir können ihn anschießen. Und ja, er zaubert viel zu langsam, als dass er irgendwas machen kann. Deswegen, wenn ich ihn treffe, zuckt er zusammen. So.